Heutzutage sind alte Menschen oft noch sehr fit. Dennoch, im hohen Alter nehmen körperliche und geistige Fähigkeiten häufig deutlich ab. Viele Menschen werden dann pflegebedürftig. Man kann aber vorbeugen und auch bei Pflegebedürftigen die Gesundheit stabilisieren sowie die Selbstständigkeit verbessern. Aktivitäten, die Körper und Geist fordern, helfen dabei. Das lässt sich auch bei Menschen, die stark auf Hilfe angewiesen sind, oft gut im Alltag umsetzen. Ob beim Essen, bei der Körperpflege, beim Anziehen oder Gehen. Pflegebedürftige sollten unterstützt werden, Alltägliches selbst zu tun, soweit es eben geht. Und spezielle altersgerechte Übungen helfen zum Beispiel, Stürzen vorzubeugen. Fragen Sie dazu Ihre Pflegefachkraft oder Ihren Arzt. Mehr Informationen auf www.pflege-prävention.de vom Zentrum für Qualität in der Pflege. Alle Inhalte des Internetangebots sind kostenlos, werbefrei und qualitätsgesichert.